Ein letztes Mal nehme ich dich mit auf unsere Deutschland-Rundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mike Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Einmal rundherum durch Deutschland geht es auf unserer Reise. Diese Folge zeigt die Heimreise durch Erzgebirge, Fichtelgebirge und das Frankenland. Im Kreisverkehr verlassen wir versehentlich unsere geplante Route, genießen dafür umso länger den Blick auf die Festung Königstein. Dieser kleine Umweg ist auf einen Eingabefehler am Navi zurückzuführen. Später im Erzgebirge zwingen uns einige Vollsperrungen ohne ausgeschilderte Umleitungen zu einer ungewollten Irrfahrt durch Tschechien, bis wir schließlich wieder auf unsere geplante Route treffen. Diese führt uns an unser Etappenziel im Fichtelgebirge. Immer wieder bringen uns ausgeschilderte Sackgassen von unserer geplanten Route ab. Möglicherweise kommt man mit dem Zweirad trotzdem durch, aber das weiß man erst, wenn man es ausprobiert. Ist dein Navi auch da hoch? Ja, ich denke, das war nur für größer wie 10 Tonnen. Genau, weil dieses Sackgassenschild hat mich irritiert. Ja, aber das war für größer wie 10 Tonnen, glaube ich. Aber fahren wir mal. Was die Navigation zusätzlich erschwert, ist teilweise fehlender GPS-Empfang im Gebirge und Richtungsanweisungen, die in Privatgrundstücke und andere Sackgassen führen. Scheiße! Ja. We'll be right back.
Eintrag ins Reisetagebuch, Mittwoch, 16.09., 18 Uhr. Optimales Wetter heute, Kilometerstand 2658. Wir sind in Fichtelberg untergekommen. Heute war irgendwie der Wurm drin, zum Glück der einzige Tag unserer Reise, der nicht nach Plan verlief. Der Tag begann schon kurios, als Mike an der Supermarktkasse seine Hosen runterlassen musste, weil das Diebstahlwarnsystem Alarm schlug. Doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Die nächsten Kuriositäten gab es dann auf der Strecke. Fast 80 Kilometer Umweg mussten wir fahren wegen Vollsperrungen ohne ausgeschilderte Umleitung. Zum Tagesausklang gibt es jetzt Fassbier der ehemals ersten Kulmbacher Aktienbrauerei, kurz EQ genannt. Unsere Heimreise steht an. Auf dieser Etappe geht es quer durchs Franken- und Schwabenland auf direktem Weg zurück in die Heimat.
Eintrag ins Reisetagebuch, Donnerstag, 17.09., 16 Uhr. Scheiß Wetter heute. Naja, nur zum Schluss. Das Wetter war bis auf die letzten 60 Kilometer optimal. Wir fuhren entlang einer Regenfront auf der trockenen Seite. Erst dann kam der Piss, also egal. Ankunft zu Hause, Kilometerstand 2968. Hinterreifen des Zwillings, Verschleißgrenze erreicht. Batterie zeigt Altersschwäche. Fahrer ist müde und glücklich. Die Abende daheim mit schwäbischem Bier ausklingen zu lassen, hat was für sich. Doch dann wird mir wieder bewusst, wovor ich eigentlich geflohen war. Willkommen zu Hause, willkommen zurück im Lärm. Schwaben sind nun mal ein fleißiges Volk, immer am Schaffen.